Oder? Ich weiß zwar nicht, wie ich es gemacht habe. Einfach mal ein bisschen wild rumwedeln. Sehr geil. Und nu? Nein, ich will das nicht wieder. Keine Ahnung, was das bringen soll. Klettern, okay. Aber wenn er das so schreibt. Muss das ja wegen der. Hä? Filch würde uns am liebsten hier anketten und an die Wassermenschen verfüttern. Okay. Wenn er das so schreibt, dann muss das, wenn es um Collins Kamera geht, ja auch sowas sein. Sofern wir da irgendwo hinklettern müssten. Zück mal deinen Stab, Harry. Zauberstab raus. Nee. Ich kann die Dinger aufdecken, aber. Ah, vielleicht erzählen die uns, was los ist. Hi. Ach, die fliegen weg. Die müssen wir nicht füttern. Harry! Ja, jetzt nicht. Incendio! Da hinten ist wieder so eine Weasley-Kiste. Wir haben euch gesucht. Wir haben einen Raum für die DA gefunden. Och nö. Ich hoffe, ihr verstoßt nicht gegen die Schulordnung. Sowas würden wir doch nie tun, nicht wahr, Fred? Nicht mit so vielen Vertrauensschülern in der Nähe. Wir verstauen lediglich ein paar Sachen, sodass überempfindliche Leute sich nicht gestört fühlen. Wie Umbridge und Filch. Hilfst du uns? Jemand muss ins Bootshaus klettern. Wir reichen dir die Kisten und du kannst sie in die Boote legen. Das wäre sehr nett von dir. Ah, jetzt wissen wir, du musst noch zwei Aufgaben abschließen. Jetzt wissen wir jedenfalls, da ist so eine Kiste, die sammle ich erst noch ein. Drei von 12? So, die müssen wir noch entzünden auch. Ich war ja schon da oben. Komm zurück! Ja, ich komme gleich zurück. Die mache ich noch an. Und dann, wenn es die Steuerung denn zulässt, komme ich zurück. Können wir auf deine Hilfe zählen? Ja. Mrs. Norris hat hier rumgeschnüffelt. Ich bin doch schon da. Was soll ich tun? Hochklettern, haben sie gesagt. Mal wieder. Komm ich hier rein? Ach, Mensch. Wieso bin ich eigentlich so ein Tollpatsch? Was kriege ich dafür, Fred und George? Jetzt sind die wieder zugedeckt. Wie gemein ist das denn? Ich hatte die gerade schon aufgedeckt. So. Da kommt Harry Potter. Er überquert die Startlinie und klettert die Leiter hoch. Du musst alle Abdeckungen wegnehmen. Leg die Kisten hinein und deck sie ab. Dann leg die Abdeckung wieder zurück und die Mission ist beendet. Super! Und du? Okay, Harry, wir reichen dir die Kisten an. Leg sie einfach in die Boote. Ja, wo reicht ihr mir die hin? Ach, du Heimatland. Haha. So. Rein. Cool. Nächstes bitte. Wow, jetzt geht das wieder los. Komm schon. Kein Problem. Ja, von wegen kein Problem. Wir verteilen das mal gerecht, würde ich sagen. Eins hier. Das wird fantastisch werden. Was soll das denn jetzt? Ja, die Schachtel blinkt. Also her damit. Harryline, würdest du... Wingardium Leviosa! Okay. Wieder hier in das Boot. Gut gemacht. Und dann wieder ins nächste Bötchen. Geschafft. Wie jetzt geschafft? Mir ist noch gar nichts geschafft. Wo sind die jetzt hin? Ach so. Fast geschafft. Mach weiter. Gut. Und jetzt noch zwei, oder? Übernimm das Paket, Harry. Komm, nimm es. Ach Gott. Und du bist in der fünften Klasse? Wie bist du überhaupt so weit gekommen? Durch Zufall, oder? So, das letzte noch. Auf dich kann man sich verlassen. Und dann müssen wir die Dinger wieder zudecken. Geschafft. Ja, er bejubelt mich schon, wenn ich das nur anfasse, das Paket. Das ist doch auch schon was. So.
Lass los. Super! Okay, wir decken jetzt die Kisten mit der Plane. Ja, mach mal. Ich kann da irgendwo klettern. Aktion! Ich glaube, der kleine Colin ist auch im Club. Also, da müssen wir wirklich... Super. Komm runter! Toll, wie ich auf die ganzen Befehle höre. Da müssen wir wahrscheinlich auch erst die Aufgabe erfüllen, bevor wir ihn dann da... Hallo? Ja, ich kann hier irgendwo klettern. Ah. Die Aufgabe erfüllen, bevor wir ihn dann reinholen können für den Unterricht oder was? Ich denke, die wollen was von uns lernen. Er hat sich eine Belohnung verdient. Wie wär's mit einer Kostprobe? Achtung, Ron und Hermine könnten uns nachsitzen lassen. Was ist in diesen Kisten? Willst du es wissen? Dann wirke Reductio oder Incendio auf diese Kiste. Ja, sag dir einfach, du hilfst uns bei unserem Test. Ich kenne bis jetzt nur Incendio. Wirke einfach Reductio oder Incendio auf die Kiste. Okay, bitteschön. Cool, Feuerwerk. Sehr schön. Sensationell. Das finden wir auch. Das ist schön. Und danke für eure Hilfe bei unserem Test. Gern. Was für ein Test? Du hast bewiesen, dass das Feuerwerk idiotensicher ist. Wir sollten gehen. Wir sehen uns beim DA-Treffen. 7. Stock, Raum der Wünsche. Cool. Wir kommen. So, 3 sind schon dazugekommen. Es befinden sich 7 von 28 im Raum der Wünsche. Und ich muss da, 25 müssen es dann sein am Ende, ne? Weil wir 3 ja, danach kommen. Gut, was gibt's hier noch zu entdecken? Bootshaus. Was gehört denn alles zum Bootshaus dazu? Ist die andere Frage. Gehören diese Fackeln hier auch noch zum Bootshaus? Junge, lauf. Bleib nicht schon wieder hängen. Ach Gott. Ich will einfach nicht dran glauben, dass meine Tastatur kaputt ist. Nur weil der so rumeiert hier, der liebe Harry. Aber immerhin können wir sagen, dass wir hier nicht nur rumlatschen und entdecken, sondern die ganzen Teammitglieder zusammensammeln. Für die Dumbledores Armee. Wieso steckst denn du den Zauberstab schon wieder ein, Junge? Hier gibt's noch so viel zu tun. Guck mal, die müssen wir alle noch anzünden. Incendio macht mir echt Spaß, das muss ich sagen. Der Zauber fetzt. Junge. Ach Gott. In anderen Spielen kann man da 3 Knöpfe auf einmal drücken und hier spackt er gleich rum, wenn man da aus Versehen mal auf was draufkommt. Ach, Leute, die Aussicht ist gerade genial. Dann stellt euch mal vor, in Teil 4 hier hätte dann noch das Schiff gelegen von Durmstrang. Wow. Ja, ich würde gern... Darf ich bitte? Danke. Ah, Laterne. Fackel, was auch immer. Junge. Incendio! 73. Kriegen die 100 doch nicht nur mit Fackeln voll, oder? Wow. Andererseits, da war doch nichts weiter. Komm. Junge Harry. Okay, nicht immer nur rauf und runter wackeln mit der Maus. Manchmal auch einen kleinen Kreis beschreiben. Also, da, die haben hier wirklich sich übelste Mühe gegeben. Mit der Location. Das sieht so genial aus gerade. Ich bin geflasht. Oh, Level 10. Du warst lange nicht mehr in unserem Geheimraum. Sieh nach, was drin ist. Immer dieser Befehlston. Bin ich dein abgerichteter Sklave oder was? Incendio! Myrte, Myrte. So nicht. Anzünden bitte. Und... 86. Ah, es geht ja gut voran mit den ganzen Fackeln. Ich weiß nur nicht. Hier ist bestimmt auch noch eine. Ja. Komm schon. Haben wir jetzt alle an? Wow. Allein für diese Kamerafahrten lohnt es sich.
Die drei Möwen haben wir auch gefüttert. Die anderen verscheucht. Wir müssen jetzt auch 2 von 90%. Da fehlen uns noch 2, 3 Fackeln. 2 von 3 fliegenden Wesen. Fliegende Geschöpfe, 2 von 5. Na gut, ich dachte, es waren 3. Porträtpasswörter Hogwarts entdeckt haben wir jetzt über 50%. Das ist schön. Das gefällt mir. Charaktere getroffen, 20 von. Wir haben einen mehr getroffen. Colin, oder? Mit dem anderen haben wir ja noch nicht geredet. Mit dem Kommentator der Quidditch-Spiele. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Lee Jordan. Jetzt weiß ich es wieder. Genau. Nein, mit dem haben wir ja noch nicht uns ausgetauscht. So. Würdest du mal deinen Zauberstab rausnehmen und kein Tänzchen hier aufführen? Danke. Ich hoffe, dass das jetzt hier noch die letzten... Wow, hier ist gar keiner an der Ecke. 10% sind. 100% Bootshaus. Das ist, wäre doch schon mal richtig toll. Was haben wir denen jetzt geholfen für ihren Abschluss, ne? Junge. Würdest du bitte... Das sieht so behindert aus, wenn der einfach nur da steht und rumfuchtelt. Bitte auf die... Danke. So, 98%. Das sind wirklich nur die Fackeln. Dann ist das zu 100% gemacht, das Bootshaus. Hoffe ich. Bootshaus? Ja, Bootshaus 100%. Freunde, das ist doch schön. Gut, Zugang zum Innenhof. Ja, 95%. Da fehlt uns noch ein was Kleines. Da können wir vielleicht auch noch mal gucken. Hier fehlt uns noch ein was Kleines. Da ist Susan. Wir sollten ihr vom Raum der Wünsche erzählen. Was will sie denn mit Crab und Goyle? Du hältst dich wohl für was Besonderes, weil deine Tante im Ministerium ist. Mein Vater hält deine Tante für eine Unruhestifterin. Wir werden ihr eine Lehre erteilen. Lass mich in Ruhe. Oh Mann. Wir sollten zum Gemeinschaftsraum gehen. Mit denen müssen wir uns dann duellieren wahrscheinlich, oder? Ja, tut er. Wo ist er denn? Hier. Harry, Hermine, Ron. Hey, Harry, bitte hilf mir. Ja, bin ja da. Oh, guck mal, sie wollen ihre kleine Freundin retten. Und Potter, was willst du jetzt machen? Wie kommen wir da vorbei? Benutze deinen Zauberstab. Verfluchen wir die Rotzlöffel. Wir müssen sie Susan vom Leib halten, damit wir mit ihr reden können. Rotzlöffel. Nun. Ich muss noch 2 Aufgaben abschließen. Oh Gott, wie war Protego? Wir zeigen's dir! Super! 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 Ja, von mir aus. Wow, das ist ja ein ganz schönes Gefecht. Wie sieht's aus? Wo willst du hin? Ja. Ich bin der Größte. Okay. Wie oft willst du jetzt noch Protego wirken, mein lieber Harry? Ah, wir haben's. Und das ist jetzt wieder so ein Duell. Ich hoffe, wir haben wieder alle... Danke, du warst spitze. Gern geschehen. Du hättest sicher dasselbe für uns getan. Ach, wäre ich doch nur so gut wie du. Dann komm doch zu unserem DA-Treffen im Raum der Wünsche. 7. Stock. Toll, danke. Ja, komm hin. Okay. 8 von 28. Da fehlen ja nur noch 20, 17. Ich wollte jetzt nur mal gucken. Spielinfo. Haben wir jetzt hier bei den Duellen? Alle Zauber in einem Duell gewirkt. Ja, haben wir auch mehr gekriegt. Sehr gut. Hier fehlt ja auch nicht mehr viel. Genannt werden darf, sagt. Ich habe viel über ihn gelesen. So böse war der gar nicht. Nein, nein, der hat ja nur... Ja, ich sag's lieber nicht. Die Dinger hier können wir anzünden, oder? Incendio!
heißt das dann, dass wir 100% haben? Die Gryffindors sind Verlierer. Denk, was du willst. Oh nein. Wenn du meinst... Ja, ja. Oh nein, er ist es. Hier ist sowas nicht. Was ist das jetzt schon? Junge? 97%. Nee, das war's noch nicht. Professor Umbridge wird Ihnen Zeit. Die Slytherins sind ja sowas von unreif. Ach, Hermine, jetzt sei doch mal nicht so. Ich muss noch jede Menge Hausaufgaben machen. Was ist denn das hier für ein... Viadukt? Nee, da wahrscheinlich auch nicht. Was glaubst du, wie die Antwort lautet? Hier sind noch zwei. Ich denke schon. Da wollte ich ja einfach nur hin. So, haben wir jetzt alle? Ach, Junge. 99%, da fehlt immer noch was. Ein was Kleines fehlt uns noch. Nur was. Die brennen beide. Wo geht's hier hin? Nirgendwo, okay. Ein was Kleines fehlt noch. Alles okay? Ja, alles klar. Was glaubst du ist größer? Potters Kopf oder Grangers Mundwerk? Sie ist eine richtige Besserwisserin. Ey, halt die Klappe. Ha, was genau fehlt hier noch? Das da, oder? Aber diese Spiele haben doch nichts mit dem Schlosserkunden zu tun. Du hast Glück, dass du nicht nach Azkaban musstest, Potter. Ihr seid doof. Immer nur am Dissen und... Ich hoffe, Umbridge schmeißt alle Gryffindors raus. Das wird langsam Zeit. Ja, ja, die wird schon ihr Fett wegkriegen. Ich war so froh, als der sprechende Hut mich nach Slytherin... Gut, keine Ahnung, aber wenn wir nicht überall 100 kriegen, ist das hoffentlich auch nicht so wild. So. Wieso schiebst du hier die Bank rum, Hermine? 99%, das ist nervig. Viadukt. Gibt's da irgendwas am Viadukt? Zaubertrankunterricht. Oh Gott. Zauberkunst. Wahrsagen, vierter Stock. Viaduktzugang. 83% beim Zugang zum Viadukt. Okay. Wo ist der denn? Irgendwas ist mit diesen komischen Statuen noch. Viaduktzugang. Ich sehe meine Schritte nicht mehr. Ich kann nur hoffen, dass sie wirklich hier lang geführt haben. Wenn nicht, müssten sie ja jetzt wieder in die andere Richtung führen. Nein, tun sie nicht. Sehr gut. Und nun? Nun sind sie weg. Nun haben wir unser Ziel erreicht, oder was? Gut, folgendes. Pokalzimmerfalle. Was heißt Falle? Aufspüren des Raums der Wünsche. Unfug in der Eulerei. Ach, wie das heißt, was sie gerade tun, oder was? McGonagall. Severus Snape. Was will ich denn mit denen? Zacharias Smith. Hausaufgabenhilfe. Hausaufgabenhilfe. Muss ich dir nicht abschreiben lassen dann? Oh, keine Lust. Hallo. Ich bewache diesen Gang nun seit vielen Jahren. Niemand ist je hier durchgekommen. Niemand kennt das Passwort. Nun, wenn niemand das Passwort kennt, kann auch niemand durchgehen. Also brauchen Sie ja auch gar nichts zu bewachen. Aber wenn Sie mir das Passwort verraten... Nun ja, ich muss schon sagen, das macht mehr Sinn als alles, was ich seit langem gehört habe. Aber die anderen müssen alle verschwinden. Du musst sie alle loswerden. Welche anderen? Viele Schlammblüter in Hogwarts. Sie hätten auf Salazar Slytherin hören und sie wegjagen sollen. Ja, halt die Klappe. Verraten Sie mir jetzt das Passwort? Nein,
nicht, wenn andere zuhören. Ach so, das meinst du mit... Oh Gott. Achtung, da kommt Pisspot Potter. Ob er verrückt ist, weil er ständig mit Schlammblütern abhängt? Richte deinen Zauberstab auf sie. Ach, wir müssen uns duellieren, von mir aus.